Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal. Nach einer ganz schön langen Zeit. Ich weiß, aber ich war halt im Urlaub. Und das über einen ziemlich, naja, nicht wirklich langen Zeitraum, aber ich hatte in dem Zeitraum davor einfach keine Lust, so wirklich Videos zu machen. Ich hatte halt nicht wirklich Ideen und ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf damit rumgeschlagen, ob ich dann nicht vielleicht doch irgendwie ein Video rausbringe, aber ohne Motivation wäre das halt dann wirklich nichts gewesen. Aber jetzt habe ich es wieder gefunden und ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, dann lasst ein Like da und ja, ich fange einfach mal an. Wir spielen Minecraft und ich will euch heute mal zeigen, wie man ein 2x2 Tor macht aus Redstone, wie dieses hier. Ist ganz einfach zu bauen. Und ja. Zuallererst braucht ihr eine Fläche, wo ihr bauen könntet. Ich markiere mir das einfach mal und erstmal kurz ein bisschen leiser stellen. So. Sonne, ey. So. Zuallererst brauchen wir die Pistons. Das ist das Leichteste, wenn man erstmal mit dem Mechanismus an sich anfängt. Und ja. Ah, warte, dann müssen wir nochmal eins nach hinten nehmen. So, wenn ich mich nicht täusche. Jo. So, dann füge ich noch hier was und so. Und um diese beiden dann hier geschlossen zu halten, braucht man eine Redstone-Fackel. Dann einen beliebigen Block darüber. Ich nehme jetzt einfach mal Wolle. Und dann noch ein kleines Puderstückchen von Redstone. Und das machen wir bei beiden Seiten. Zack. Und dann haben wir das geschlossen. Nur, wie bekommen wir das hin, dass wir es jetzt durch eine Druckplatte zum Beispiel sich öffnen lassen? Also. Hier wollen wir hinkommen, sodass das Redstone-Signal gestört wird und das dann sich wieder zusammenzieht. Also, wir setzen erstmal unsere Druckplatten und füllen das dann mal hier aus. So. Und dann ziehen wir von der einen Redstone-Fackel einen Strich zur anderen. Das darf jetzt noch nicht scheinen. Und dann einfach nochmal hier. Und das machen wir dann auch noch auf der anderen Seite. So, so. Okay. Und, ja, wenn wir jetzt hier drauf gehen, öffnet sich das dann. Und jetzt kommt eigentlich der einfachste Schritt, und zwar das Schließen. Damit man halt nicht die ganzen Mechanismen und so dahinter sieht. Und das soll ja halt auch schön wirken. So. So.
Und dann halt noch so eine kleine Decke hier. So. Und dann habt ihr eure 2x2 Pisten, Redstone-Tür für euer Haus. Keine Ahnung. Ja. So. Ist ganz schön einfach zu bauen, aber ich kann euch schon jetzt mal versichern, ich habe schon ziemlich schwerere gebaut. Ich werde darüber auch auf jeden Fall nochmal ein Tutorial machen, wenn ihr das denn überhaupt wollt. Aber, sorry für das kleine Video, ziemlich kurz. Aber mir fällt gerade nicht so wirklich viel ein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, Leute. Ciao!